Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich in Eching, wie Sie gerade gelesen haben, am Waghäusl. Hinter uns dieses kleine, schmucke Häuschen. Ja, erklärt mir jetzt, was ein Waghäusl ist. Also ich darf Ihnen kurz mal den Vorstand der Burschen von Eching vorstellen. Der Herr hier links neben mir war Vorstand gewesen. Er hat eine ganz besondere Funktion heute Abend, weil er ist eigentlich schuld, dass ich da bin. Ich hoffe, du leidest da nicht drunter. Ja, passt. Okay. Und das andere sind praktisch die aktuellen Vorstände des Burschenvereins. Der Julius, der Christian und der Sebastian. Ihr habt zwei Sebastian, ist das bei euch so? Er war zuerst da. Öfter vor. Er war vorher da. Das. Also, du bist der Vorstand, du musst uns jetzt erklären, was Waghäusl ist. Also, Waghäusl, das ist, früher war das die Waagstätte, wo das ganze, ja, die ganze Ernte gewogen worden ist, um zu sehen, was das Ganze wert ist. Das war im Landkreis Moni sogar die einzige hier in Eching, was wir gehabt haben. Normalerweise ist das doch, das immer bei jedem Reifeisen und bei jedem Lagerhaus dabei. Habt ihr keins gehabt, oder was? Nein, wir haben keins gehabt, wir haben hier das Waghäusl gehabt. Ach so, echt? Genau. Und ja, wie gesagt, ich meine, dass es im Landkreis das einzige war, oder weit und breit, und dass hier halt die ganzen Bauern hergekommen sind, geschaut haben, was ihre Ernte wert ist und auch was die Viecher wiegen, damit die einfach wissen, was Sache ist. Also sind praktisch auch Kühe oder Ochsen gewogen worden? Ja, richtig. Ja. Und warum schaut es so neu aus? Weil ich meine, heute mittlerweile ist man ja im digitalen Zeitalter nicht mehr so auf so eine analoge Aufnahme von Gewichten praktisch angewiesen. Also die Ortsbauern hier im Umkreis haben sich da damals alle zusammengeschlossen und haben halt das Waghäusl wieder so in Schuss gebracht und hergerichtet. Bei dem steht das auch, Burschenverein. Kommst du auch mit zu uns? Ja, grüß dich. Ja. Wer bist du? Ich bin der Daniel Huber. Setz dich doch her, Daniel. Ich habe schon gedacht, dass da noch mehrere dazukommen. Daniel, wir wollten erst um 7 Uhr anfangen und der Mann, auf den kann man durchsteigen. Ich finde es sehr löblich. Huber. Aber wir waren leider etwas zu früh dran. Wer ist denn von euch Landwirt? Keiner. Echt? Nein. Julius, du bist kein Landwirt. Was bist denn du? Ich werde Notfallsanitäter und Feuerwehrmann. Ach so, also praktisch berufsmäßig Feuerwehrmann, oder? Genau. Echt? Ja. Hauptsächlich in Eching Berufsfeuerwehr? Nein, aber ich bin Werkfeuerwehr in Garching bei der TU, am Forschungsgelände. Verstehe. Ja, weil also diese Waghäusl, das ist ja doch was, was ich mir so mit der Landwirtschaft eigentlich so in Verbindung bringt. Weil wenn ich zum Beispiel mich wiegen möchte, ich könnte mich zwar wiegen, weil alles, was größer ist als 25 Kilo, wird angezeigt, aber nichtsdestotrotz auf so einer Platte stehe ich nicht freiwillig drauf. Damen und Herren, also, warum Eching? Es war am Karsamstag. Am Karsamstag habe ich so einen Ort angefahren, wo ich meine Jugend verbracht habe, nämlich für Holzen. Weil da haben sie früher immer Osterfeier gemacht. Und dann fahre ich dahin, wo sie das Osterfeier mal gemacht haben, und haben sie keine Osterfeier gemacht. Finstere Nacht. Aber als ich mich umgeschaut habe, habe ich am Horizont Richtung Süden eine Fackel gesehen, dass ich mir gedacht habe, Herrschaftszeiten, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann fahre ich dahin und da waren ungefähr 2000 Leute da. Hätte ich gedacht, oder war das schon mal so gewesen, dass da 2000 Leute waren? Am Osterfeier. Einmal war es so, das ist aber jetzt schon bestimmt 5 oder 6 Jahre her, da war es auch so heiß. Okay. Aber seitdem eher nicht. Seitdem haben wir eher so, ja, Pech gehabt mit dem Wetter. Es ist zwar auf die Nacht dann meistens trocken geworden, aber wenn es untertags ringt, dann bleiben die Leute einfach meistens daheim, weil es dann so batzig ist draußen und einfach nicht so einladendes Wetter, sage ich mal, wie es dieses Jahr war. Das war Glück. Und er hat mir dann ein Bier verkauft und hat dabei so einladend, ja, so richtig einladend mich angeschaut, dass ich mir gedacht habe, Herrschaftszeiten, sollte man doch mal über Osterfeier reden. Ja, Geschäfte können wir immer machen, von dem her. waren wir da schnell bereit, dass wir da dafür bereitstehen. Wo habt ihr denn das Haufen Holz hergekriegt? Das war ja so beeindruckend, wenn das zusammengefahren. Wäre ja von euch ein Traktorführerschein. Nein, wir fahren halt selber mit den kleinen Bulldog umeinander, mit den Eicher. Und die Burschen, was halt auch Landwirte sind, die fahren halt dann mit den großen Bulldogs das ganze Zeug zusammen. Und auch halt von den Firmen, wie beim IKEA da draußen. Oder und IKEA hat euch Paletten gegeben? Genau, ja. Wisst ihr was? Ich habe vorher, also bei der Zeit für Holzen, war mein Vater Lehrer gewesen. Und wenn wir Osterfeier gemacht haben, da sind wir immer mit dem Bulldog nach Eching zu euch rüber gefahren. Und da war dahinter irgendwie so ein Grum. Also das war ein Loch, wo es irgendwann mal Kies
bergt haben und dann haben sie da alle Autoreifen reingeschmissen. Weiß das denn irgendeiner von euch? Aus den Erzählungen, das müsste hinten, glaube ich, bei der Tennisanlage irgendwo gewesen sein. Ja, genau. Und dann haben wir die Autoreifen, haben einen ganzen Anhänger voll gemacht, haben die bei uns in Verhütz auf den Berg gefahren, haben dann die Autoreifen noch Ablassöl rein. Haben dann an einem Abend so viel PCB hergestellt, wie wahrscheinlich ein großindustrieller Betrieb nicht in einem ganzen Jahr. Und da haben wir einen Rauch gemacht, man hat oft das Feuer für lauter Rauch nicht gesehen. Ja, ohne Schmarrn. Das war eine einzige Schware, die ist rübergegangen zur Autobahn. Irgendwelche Leute haben gemeint, das darfst du nicht machen, weil da fahren die Autos sonst auf der Autobahn zusammen. Aber was ihr da gemacht habt, ist wirklich beeindruckend. Und die Leute, die dann kommen, weiß man, sind das dann nur Ehinger oder kommen die wie ich dann von fern her? Die kommen von überall her. Also wir schalten halt Werbung in die Zeitungen, im Internet schalten wir Werbung. Dann haben wir das Glück gehabt, dass wir noch einen kleinen Radioauftritt gehabt haben, wo wir noch. Was hat denn Radioauftritt? Radioauftritt. Habt singen müssen oder was? Nein, das kommt Gott sei Dank nicht, weil es will keiner hören. wir sind im Endeffekt sind auch auf uns aufmerksam geworden. Wir haben dann gefragt, ob wir ein paar Sätze loswerden wollen, ein bisschen Werbung machen wollen fürs Osterfeier. Wer war das gewesen? Das war Radio Arabella. Ah, Arabella. Genau. Okay. Und da haben wir dann. Weil da mit Sicherheit auch noch ein paar Leute im Endeffekt dazu gewonnen. Also, ja. Und in die örtlichen Zeitungen stand es auch drin, dass wir eben Holz brauchen. Da haben wir die Bürger dann mich angerufen und gesagt, wir haben Holz, holt es ab. Ja. Und ich denke, es hat sich mittlerweile auch schon rumgesprochen, unsere Osterfeier. Macht das wirklich jedes Jahr? Ja, wir machen das jetzt ja. Wie lange ist da die Vorbereitung? Wir fangen eigentlich in der Früh. Um 8 Uhr treffen wir uns. Und dann wird eigentlich den ganzen Tag zusammengefahren und. Am Samstag? Am Samstag, ja. Weil das Wichtige beim Osterfeier ist ja, dass nicht angezündet wird, bevor es eigentlich dann. Genau, das muss man aufpassen. Am Samstag ja, aber im Nachbarort ist ja schon öfter mal angezündet worden. Ja. Deswegen machen wir das am Samstag. In der Früh fangen wir an und dann. Meistens sind wir um 5, 5, 6 Uhr sowas dann. Eigentlich durch. Habt ihr denn irgendeinen Kran, mit dem das Zeug dann aufbringt? Einen großen Lader von der Firma Kurz, die fährt uns das alles dann, oder der Junior fährt uns das alles dann zusammen, dass wir das so hochstapeln können. Dann. Ich habe dann nochmal die Gemeinheit besessen und euch so ein bisschen ökologisch auf den Zahn gefühlt. Gell. Und bin dann nochmal zu Aschen hin und habe mir die Aschen angeschaut. Ist alles sauber verbrennt, war kein Eisen drin, also ist wirklich. Wirklich beeindruckend, weil es gibt ja mittlerweile doch da vom Landratsamt Vorschriften, was man als Verbrenner darf und nicht, gell? Richtig, also man muss halt aufpassen, dass, wie du gesagt hast, keine Reifen drin sind. früher haben sie ja wirklich alles reingeschmissen, was nicht mehr gebraucht worden ist. Couchen. Ja. Genau. Aber wir passen das wirklich auf, auch die Leute, die selber anliefern, schauen wir halt hier, was haben die dabei, das ist kein Plastik, kein laminiertes Holz, kein lackiertes, also dass das wirklich nur reines Gestrüpp oder alles Holz ist, was man da verbrennen kann. Jede Menge Christbaum war wieder drin. Ich glaube, die heben die Leute echt auf, bis unser Osterfeier ist. Ja, aber dann habe ich auch was davor. Verstehst du, wenn es dann so schön brennt, dann schmücke ich gerne mal meinen Christbaum erst Ostern ab. Weißt du das? Und jetzt ihren Christbaum abschmücken? Ich glaube, kurz nach Heilig Drei Kini, aber der wartet ab bis Ostern in meinem Garten. Also von dem her, das ist schon ja, ein kleiner Brauch geworden. Kleiner Brauch, ja. Also es ist wirklich hier also richtig beschaulich bei euch. Nett. Ich habe einmal, das ist auch schon länger her, hier mal bei euch in Ehing so einen Erntetag miterlebt. Da warst du wahrscheinlich nur so ein kleiner Pimpf, oder? Aber das war beeindruckend. Kannst du dich nicht erinnern? Ich nicht. Aber wir machen ja jetzt jedes Jahr, seit letztem Jahr, dieses Waghäuselfest. Das war ja ursprünglich von diesem Verein, von den Waghäuselfreunden. Und die haben uns letztes Jahr gefragt, ob wir da jetzt mitmachen wollen. Und das ist halt auch so ein. Ähnlich wie ein Erntedankfest, da wird einmal so die Ernte gedankt, sag ich mal. Ja, da gibt es ja extra paar so Leute, die das noch praktisch aus seiner genutzten Zeit miterlebt haben und die das wieder hergerichtet haben. Ja, genau, die haben das vor 10 Jahren, glaube ich, was 2006 war es zum Jubiläum. Ja, genau. 2006, warst du dabei? Ja, genau, da waren wir mit Käufer, mit meinen Cousins weiter dabei. Was habt ihr gemacht? Ja, da im Endeffekt haben wir da, der hintere Teil war die Holzhütten, das haben wir komplett weggerissen und neu aufgebaut. Und halt vorne so ein bisschen Sanierungsarbeiten, ein Dachstuhl und so weiter. Und was war da noch drin? Also in der Holzhütten? Da waren ursprünglich nur Geräte vom Bauernverein drin, aber zu der Zeit dann eigentlich nichts mehr.
Das ist schon beeindruckend. Ja, dann hängen auch noch Fotos. Das können wir uns anschauen und da ist nochmal die Waage noch drin. Der Waagmechanismus, das müssen wir schon überlegen, mit der Übertragung da von der Straße. Jetzt muss aber, bevor wir uns da, wie soll ich sagen, zu sehr in die Geheimnisse des Wägens und des Wiegens vertiefen, noch ein bisschen was zum Burschenverein fragen. Ein Burschenverein ist ja schon über 70 Jahre alt. Du bist es nicht? Nein. Nein. Wann beginnt das Burschenleben und wann endet es? Also beginnen tut es bei uns mit 16 Jahren, der ist beitreten. Und enden normalerweise beim Burschenverein endet es entweder mit dem Tod oder mit der Hochzeit. Das ist, kann man sich aussuchen. Okay. Da wir aber in Anführungszeichen ein Wilderverein sind, weil uns vor ein paar Jahren fast die Mitglieder ausgegangen wären, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir die Altburschen, dass wir die Altburschen wieder mit rekrutieren, dass die wieder dabei sind. Und im Grunde gibt es halt jetzt bei uns die Unterscheidung zwischen Burschen und Altburschen. Also Altbursche ist dann eben einer, der dann verheiratet ist zum Beispiel. Ja, gibt es da dann eine Zahl, die man weiß, also da sind so viele Mitglieder? Also wir sind jetzt aktuell knappe 180 Mitglieder. 180? Ja. Das ist aber schon eigenartig. Erst aussterben und dann plötzlich wieder 180. Was hat denn da den Input gebracht? Mei, wir haben jetzt die letzten 2-3 Jahre einen Haufen Junge dazu gekriegt. Hauptsächlich vermehrt. Genau, ja. So ungefähr. Und wie habt ihr sie gekriegt? Also was habt ihr gemacht? Muss irgendeine Aktion gelaufen sein? Ja. Nix, einfach so. Wir haben 2016 unser 70-jähriges Jubiläum gehabt. Ja. Und ich sage mal, ich bin jetzt seit 2006 dabei, sprich 13 Jahre. Das heißt, am Anfang, wo ich dazugegangen bin, war das eher so in Ichinger der Saufverein, der Rüppelverein, so der Verein fürs Grobe. Und ich glaube, das hat sich jetzt schon über die letzten Jahre und auch gerade mit dem Jubiläum dahin entwickelt, dass wir wirklich schon zu einem sehr, sehr angesehenen Verein in Iching geworden sind. Und ich darf jetzt auch fast behaupten, zu dem Verein, der in Iching fürs kulturelle Leben, sage ich mal, über das ganze Jahr hinweg sing, am meisten macht. Und wir präsentieren uns gut und das nimmt die Bevölkerung wahr. Und somit kommen immer mehr junge Burschen dazu, dann nimmt der eine ein oder zwei Freunde mit und schwuppdiwupp ist man mal 10 Leute mehr auf einmal. Mhm. Ja, das, was der Christian erzählt hat mit dem Aussterben, das war in die 90er Jahre, das hat er von uns gar keiner mehr mitgekriegt. Da ist einfach mal umgeschwenkt worden von Austritt, mit der Hochzeit ist halt einfach umgeschwenkt worden, dass man gesagt hat, okay, man darf so lange dabei bleiben, wie man möchte, außer man kündigt oder man stirbt. Also früher ist man durch die Hochzeit dann... Ist man wirklich ausgeschieden, genau. Aber das war dann, wie gesagt, wie der Christian erzählt hat, in die 90er Jahre, war es halt einfach mal so, dass man kaum mehr Mitglieder gehabt hat und dann hat man einfach eine Lösung finden müssen, dass man halt die Mitglieder, die Aktiven quasi, die wo durch die Hochzeit ausgeschieden wären, dass man die beibehält, weil die einfach damals nicht, sag ich mal, das Glück gehabt haben, wie wir jetzt aktuell, dass so viele Junge mit dazu kommen. Aber ich denke mal, das Jubiläum 2016 war schon der Startschuss, wo die meisten Jungen gesehen haben oder wo auch die ganze Bevölkerung in Iching gesehen hat, der Verein, der leistet was und da kann ich auch meine Kinder hinschicken. Mhm. Habt ihr einen Gymnasiasten aufgenommen, oder? Die waren davor schon dabei. Wenn man das Niveau heben möchte. Ich war ja auch mal Gymnasiast. Ich war auch mal Gymnasiast. Wo denn? Was für schön? Am OMG, am Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neifern. Ich hatte Neifern jetzt schon Gymnasium, Wahnsinn. Ja, schon lang. Ja, das sagt es ja so. Also, wenn ich noch eine höhere Schule besucht habe, da habe ich immer noch von Verholzen, mit dem Radl rüberradeln müssen. Auf Ehinger bin ich hier in den Zug eingestiegen und dann auf Freising gefahren. Ja. Bis ich dann gemerkt habe, dass man auch nach Neifern fahren kann. Aber von Verholzen auf Neifern war der Nebel stärker. Ja. Da hat eine Suppe gehabt. Es war wahnsinnig. Hat es immer nur so viel Nebel bei euch? Es geht eigentlich. Also jetzt im Sommer nicht so viel, aber im Herbst wird schon. Diese Autobahn, wenn Sie mal auf der Autobahn Richtung Ikea fahren und dann hinter Ikea am Berg rauf, die merken nämlich, dass die Autobahn ungefähr 2 Meter her ist als das Land umherum. Und das haben sie deshalb aufgebaut, weil da immer unten im Tal der Nebel drin gelegen ist. Es war einfach der Wahnsinn. Und dann habe ich, wenn ich nach Freising gefahren bin, habe ich hier immer lange Pfennigstücke hergestellt. Weißt du, wie man lange Pfennig macht? Nein. Aber was ein Pfennig ist, weißt du schon, oder? Ja, das schon. Ich habe manchmal als Kind Kaugummis gekriegt. Das war sehr selten. Kaugummi kaut, also praktisch beim Radlfahren von Fürth nach Ehing. Und dann in Ehing praktisch
Genau, aufs Gleisen Kaugummi, am Pfennig drauf und dann einen Güterzug drüber fahren lassen. Ein Mann ist nämlich vom Personenzug der Güterzug gekommen und dann dumm. Der Pfennig ist immer länger geworden. Habe ich teilweise im Pfennig gemacht, die waren also richtig, also doppelt so lang, wie es normal gewesen ist. Also das sind so meine Erinnerungen. Und dann hat es vorne am Bahnhof, mittlerweile ist das ja ein S-Bahnhof, aber dort müssen Sie sich da vorstellen, das war so eine Halle, da war dann so ein Gitter drin und hinter dem Gitter ist so ein Mann gesessen, der hat dann Fachkarten verkauft. Und draußen war so ein Kiosk und an dem Kiosk war so ein Stadel dort. Und da haben die Radl reingeschickt. Also richtig, nicht rein, weil das waren so viele Radl. Und da haben sie dann so richtige Berge drin gebaut, aber die haben immer wieder das richtige Radl rausgekriegt. Das macht man halt nicht mehr, gell? Heute fahren wir mit dem Auto, oder? Heute fahren wir mit dem Auto, ja. Oder man geht zu Fuß, ja. Und Eging hat man dann auch, jetzt kommen wir nämlich zum Punkt 2, zum Maibaum aufstellen. Da hat mich eine Dame angesprochen, die hat gesagt, schön und gut, aber der Echinger Bahnhof ist nicht für Behinderte geeignet. Aber ihr seid alle nicht behindert, oder? Aber das ist ja auch so eine Geschichte. Gell. Dort ist es gegangen, da war halt hinten am Bahnsteig eine Rampe, da hast du einen Rollstuhl aufschieben können. Nein, was? Da gab es letztes Jahr Diskussionen drüber, über diesen nicht behindertengerechten Bahnhof. Und da hat die Deutsche Bahn dann gesagt, ja, ein Neufahren, der Bahnhof ist behindertengerecht, dann müssen die halt alle nach Neufahren fahren. Im Rollstuhl, nach dem iPhone überradeln. Das war die Aussage, deswegen wird der Echinger nicht behindertengerecht. Es ist so unglaublich, was da alles läuft. Ja, und jetzt am 1. Mai war ich wieder da. Und dann haben sie einen Maibaum aufgestellt. So richtig so mit Yxenschmalz. Der allerdings ein bisschen kurz ist. Richtig, das ist leider nur 27 Meter. Wir sind schon immer um die gute 30, haben wir schon immer. Bloß dieses Jahr ist ja mit dem Rathaus saniert in Eching bei uns. Da sind wir von der Höhe einfach eingeschränkt wegen dem Kran. Wahnsinn. Den haben wir letztes Jahr früher umlegen müssen wie sonst. Ja. Und jetzt sind wir aufgrund der Baustellensituation sind wir eben eingeschränkt von der Höhe. Da müssen Sie sich vorstellen, was diese Echinger Burschen für grundgütige, nachsichtige Menschen sind. Da reduzieren die Maibaumhöhe. Das war das Allerletzte, was ich machen hat. Dann sollen die halt ihr Mai, was weiß ich, ein Märtel halt von Handen auftragen, oder? Jeder Bauarbeiter hat zwar gesunde Hände, oder? Wie siehst du es? Ja, normalerweise schon, aber ich glaube, da ziehen wir einen kürzeren. Nein, ich würde sagen, wir sind die Mehrer, wir sind über 100. Wie viele Gemeinderäte habt ihr in Eching? Wie viele haben wir mehr? Ich weiß genau, warum der Bürgermeister heute nicht dabei ist. Weil dem hätte ich diese Sache so um die Ohren rumgehauen. Das ist genau, wie sie in München die zweite Stammstrecke Grundstein legen. Verstehst? Da sind lauter Männer da mit Schaufeln und Spaten, lauter gesunde Hände. Und da fährt der Schaufellader in einen Kieshaufen rein und hebt ihn von da nach da. Weißt? Bloß nicht schmutzig machen, nee. Ja, das ist alles so anstrengend. Also, 27 Meter. 27 Meter, genau. Ich meine, jetzt haben wir dieses Jahr vielleicht nicht den größten Maibaum gehabt, dafür haben wir das größte Osterfeuer gehabt. Also, das kann man schon. Man muss immer so eine gesunde Mischung finden, oder? Nein, ich fand den, aber es war schön. Also, ich habe den schön geschätzt. Naturbaum. Und vor allem die Tafel. Wer macht denn die Tafel bei euch? Wer ist denn da zuständig? Die Tafel, die haben wir. Früher waren sie mal angemalt. Mittlerweile haben wir es dann saniert, sage ich mal, neu aufgearbeitet und haben dann die foliert. Also sprich, die alten Gemälde, die mal drauf waren, haben wir dann abfotografiert und dann eben draufgepappt. Das ist ja Wahnsinn, das ist eine modernste Technik, die er da zum Einsatz bringt. Wer kann sowas folieren? Hat vielleicht irgendeiner so eine Kfz-Werkstatt, wo das Auto folieren darf. Was machst du beruflich? Ich bin technischer Zeichner. Da sind wir schon bei der Repro, oder? Und für was? Für so Gebäude oder? Maschinenbau. Maschinenbau. Genau. Was machst du? Ich bin Elektromaster. Gott. Ja, also Strom ist immer nur ein großes Mysterium. Was machst du? Ich bin Kfz-Mechaniker und bin bei einer Ingenieursgesellschaft und baue Messtechnik ein für BMW. Du baust Messtechnik ein, Autos für BMW? Also ihr macht so Versuchsautos? Genau. Wir bauen die Messtechnik auf, dann es konfigurieren und dann schaut sich der Ingenieur an, wertet das aus und dann bauen wir es wieder aus. Ist das nicht frustrierend? Weil die Arbeit muss gemacht werden, ist heftig. Ich sage euch was, ich habe einen Untermieter gehabt, der war aus Sachsen. Aber trotzdem ein sympathischer Mensch.
Der war bei BMW in der Entwicklungsabteilung für so Einparksysteme. Und zwar hat der nichts anderes gemacht, als ein halbes Jahr lang mit einem anderen haben die praktisch dieses Auto auf dem Bildschirm entwickelt, wie das ausschaut. Wir müssen mal überlegen, wie das ausschaut. Ob man da die Reifensicht oder wie man erkennt, wo vorne und hinten ist. Ein halbes Jahr lang. Ja, der, also ich habe es nicht glauben können. Und der war also hobbymäßig dann auch noch so unterwegs. Der hat dann so in seiner Freizeit irgendwelche Rennautos gebaut. Und dann ist er bei mir in seinem Zimmer drin gehockt und hat gesagt, Christoph, du bist Ingenieur. Wie bringe ich da die Luft an die Bremsen hin? Da habe ich gesagt, ja, mach halt irgendwo ein Loch vorne rein. Ja, aber das bremst doch alles. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du, dann bremst es halt. Ich meine, bei den Geschwindigkeiten, wo ihr fahrt, ist der Luftwiderstand voll vernachlässigbar. Dann hat er rumgerechnet und gesagt, ja, stimmt, aber das kann ich nicht machen, machen die anderen auch nicht. Also völlig fertige und verpeilte Typen. Damen und Herren, wir sind also heute beim Waghäusl in Eching. Und jetzt, glaube ich, müssen wir uns doch mal das Waghäusl anschauen. Weil das ist früher noch völlig ohne Digitalität und ohne irgendwelche Elektronik zurechtgekommen. Man möchte es nicht glauben, aber es ist möglich. Ich habe zum Beispiel vor kurzem im Deutschen Museum mir so ein Klavier geschaut, was von der Rolle praktisch Musik spielt. Also automatisch. Da haben sie die Musik völlig ohne Strom noch pneumatisch aufgenommen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen. Und dann gelocht und dann ist es so wiedergegeben worden, dass man am Anschlag von dem Klavier, was dann automatisch gelaufen ist, praktisch den Pianisten hat erkennen können. Wenn man gewusst hat, wie er spielen. Es ist irr, was alles geht ohne Strom. Also, kleine Pause, Damen und Herren. Dann schauen wir uns mal das Waghäusl von außen und von innen an. Wir wollen uns heute also mit dem öffentlichen Wägebetrieb der Viehwaage in Eching beschäftigen. Höchstlast 20 Zentner, ja, da kannst du sowas reinführen. Aber das ist so ein altes Waghäusl, wie man es früher in die Orte gehabt hat, bevor es Lagerhäuser von der Bayer oder von der Raiffeisen gegeben hat, wo die Bauern praktisch ihre Kartoffeln oder auch ihre Anhänger voll Getreide gewogen haben. Oder, und diese Burschen, schauen Sie, diese Burschen nutzen heute dieses Gebäude. Habt ihr euch schon mal selber gewogen, oder wie? Wir wiegen alle Burschen Echings zusammen, he? Ich glaube, da reicht die Waage nicht mehr aus. Funktioniert eigentlich da heraus nur diese Plattform? Nein, die funktioniert nicht mehr. Die ist eingossen, was ich weiß. Und da haben wir praktisch, da sehen Sie, wo dieses Ding ist, da haben wir einen Anhänger draufgefahren. Und wenn man dann gewusst hat, was der Anhänger leer wiegt, dann konnte man ganz leicht durch eine Subtraktion ausrechnen, was drauf gewesen ist. Was also nett ist, wenn du ums Eck rumschaust, siehst du Hausnummer. Hausnummer 15,5. Wo kommen eigentlich diese komischen Brüche her? Wer weiß denn das von euch? Brüche? Ja, ein halb. So. Aber es ist so ein kleines Häusl, so ein halbes Häusl, oder? Ja, das haben sie halt gemacht, weil da haben wir 15 da drüben, meine ich. Gell? Und dann haben sie halt gesagt, das ist. Erteilt, oder? Haben sie das halbe Haus von da. Haben sie ja. Reingestellt. Ja, das ist also durchaus. Schauen wir mal rein, Damen und Herren. Also hier für große Anhänger und praktisch beladene Fahrzeuge. Und drin, jetzt helft es mir halt, ihr dürft. Und drin praktisch dann für Getier. Schauen Sie da, sehen Sie, da haben wir praktisch. Das schaut ja alles wie neu aus. Wer hat denn das verbogen? Wer war denn das? Wer hat denn das verbogen? Wahrscheinlich Zau. Zau? Ja. Da wollte das Schwein wieder raus. Und da haben wir praktisch einen Fackel in München. Und das grüne Teil, das drinsteht, ist ein alter Kartoffelwag. Das kann man da rausnehmen und dann kann man die, ja, also praktisch das Kälbchen oder das Schwein hineinführen. Ich habe nie so richtig kapiert, wie es funktioniert. Schauen Sie, das hier ist der Waagbalken hier, da schauen Sie, da muss man dann irgendwo einen Hebel wegmachen. Nein, genau, muss man nicht. Und da hängt man dann praktisch ein Gewicht ein hier, dann kann man so schirmen. Oder nicht. Kann ich nicht. Und dann kann man praktisch biegen. Und da hinten stehen die Gewichte. Und durch eine geschickte Übersetzung, beziehungsweise durch das Berechnen des Hebelgesetzes kann man dann praktisch mit wenigen Kilos
viele Zentner draußen finden. Und für was wird das jetzt alles hergenommen? Was macht es denn da noch an dem Waghäusl? Du hast als Ortsmarke, Versammlungsort oder? Eigentlich als Versammlungsort. Und eben haben die Ortsbauern damals damit angefangen, die Waghäusl-Freunde, die es hergerichtet haben, da jährlich dann das Waghäusl-Fest zu veranstalten. Und was war da so los beim Waghäusl-Fest? Mai, ähnlich wie beim Maifest. So zwischen 500 und 800 Leute, je nachdem. Wird auf der ganzen Straße hier. Ich finde das sowieso genial, dass ihr nur so einen Platz habt. Weil ich meine, solche Plätze tendieren ja in einem allweils anderen bayerischen Orten dazu, zugebaut zu werden. Gell? Und dann hast du keinen Versammlungsplatz mehr. Wo habt ihr denn hier ein Vereinslokal normalerweise? Das haben wir gar nicht. Ihr habt's gar nicht. Wir haben kein Vereinslokal. Nein. Wir gehen an unserem Stammtisch, haben wir immer im ASZ drüben beim Wirt. Aber das ist ASZ? Alten- und Servicezentrum in Eching. So alt seid ihr da noch gar nicht. Ja. Aber die freuen sich bestimmt, die alten Leute, wenn ihr hier kommt, oder? Genau, richtig. Ja, ja. Was? Da gibt es so ein Programm in Eching, das heißt Älter werden in Eching, wo die alten Leute, also da wird das für die attraktiv gemacht, in Eching alt zu werden. Und da haben wir gemeint, da müssen wir halt einmal zum Wirt gehen. Im ASZ. Ja, genau. Und dann wird das hier auch für Kunst, wie sagt man, für Anschläge hätten, schauen Sie hier, Einladung zum Fischessen, 3. April, aber diesen Jahres, da haben wir so das Alten- und Servicezentrum und rechts davon zur Jagdgenossenschaft in Künzenhausen im April beim Grill. Mensch, den Grill gibt es ja auch nicht mehr, der hat auch zugemacht, gell? Das ist ja auch schrecklich. Wie ist das eigentlich so, wenn die Künzenhausen dann in Günstenhausen am Maibaum aufstehen, leidet dann so eine Burschenschaft für die Euren, weil die ist ja mindestens doppelt so hoch, oder? Also die Leute, die einen Geschmack haben, kommen halt zu uns. Also. Günstenhausen ist höher, in Eching ist es schöner. Setzen wir uns wieder hin. Jetzt müssen wir noch ein bisschen drüber reden, was sonst. Weil die Sendung, Damen und Herren, ist ja heute auch dazu da, damit Sie einmal so das Wesen eines Burschenvereins kennenlernen. Weil ich weiß genau, dass ich glaube, dass in unserem Sendegebiet mehrer hat es geknackelt, oder was? Na, passt. Dass es mehr Zuschauer gibt, die noch nicht in einem Burschenverein organisiert sind, als solche, die praktisch in einem Burschenverein sind. Ist es eigentlich schlimm, ein Burschenvereinsmitglied zu sein, weil da praktisch in einem Burschenverein Mädel eigentlich nichts zum Suchen haben? Na, wir haben genauso unsere Helferinnen dabei, sind die meisten nur die Festdamen von 2016, wobei sich da jetzt auch jüngere Mädels anschließen. Die helfen uns auch bei den Festl. Es bleibt ein Burschenverein, es wird nie eine Landjugend werden. Sie helfen uns, wir nehmen sie dann auch mit zu Fahnenweihen oder auch zu anderen Ausflügen. Aber grundsätzlich genommen ist es eigentlich ein gutes Miteinander. Ja. Verstehe. Man profitiert beider Seite, glaube ich. Ich verstehe. Naja. Jetzt muss ich mal die fragen, was ist denn dir das liebste Fest im Jahr? Gibt es da, was jetzt so die Festivitäten betrifft, gewisse Präferenzen oder ist es eher so, dass man eigentlich immer gern zusammen ist und eigentlich so im Jahreskreis froh ist, wenn was passiert? Also ich bin ehrlich gesagt über jetzt Festl froh, dass es gibt und dass wir das machen, weil es einfach das Miteinander ist. Und das ist für mich auch sehr wichtig, dass da einfach ein Zusammenhalt da ist. Und von den Festl her war mir bis jetzt immer der Fasching am liebsten. Ja, weil da haben wir unsere Burschengarde gehabt, da habe ich jetzt 10 Jahre lang mittanzt. Bei der Burschengarde? Ja. Wir haben unsere eigene Garde, wo quasi nur Burschen mittanzen. Ja, ja. Und da habe ich jetzt 10 Jahre mittanzt. Jetzt habe ich heuer den Turnsack an Nagelkind quasi. Den Tanzschuh, ja. Ja. Ja, man wird halt nicht jünger. Ich verstehe das gut. Wer tanzt jetzt dann für dich mit? Habt ihr da auch einen Nachwuchs? Ja, also wir die letzten Jahre, also so viele mitgekommen sind, neue Mitglieder, haben die dann auch angefangen dazu mit zum Tanzen. Wählst du dann in Eching also was wie ein Faschingsprinzenpaar oder sowas? Du warst Faschingsprinz gewesen? Das haben wir nicht, nein. Gib's doch zu, du warst der letzte Faschingsprinz, weil es alles so lang hat. Nein. Der hat rechts über der letzte da. Faschingsprinz. Echt, du warst mal. Faschingsprinz. Echt? Ja, man unterschätzt ja oft so,
den Frohsinn der Landbevölkerung, wenn ich mir so sagen darf. Gell? Ja. Da kreist richtig der Hammer, wenn Fasching ist, oder? Da rührt sich was auf alle Fälle. Also da ist, glaube ich, jetzt, also heuer war ja der Fasching extrem lang. Ich glaube, da war acht Wochen Remi-Demi. Ja, ja. Hat sich schon was gerührt. Ja. Und wo sind so die Faschingshochburgen in Eching? Ja, das Bürgerhaus. Jetzt sag bitte nicht Alten- und Servicezentrum. Nein, ganz klar das Bürgerhaus. Ich meine, da haben wir unseren Burschenboy, da hat die Nahalla ihre Bälle, da findet der Weiberfasching statt. Das ist das Zentrum vom Echinger Fasching. Und ist es bewirtet? Nein, seit heuer nicht mehr. Bis letztes Jahr war noch der alte Huberwirt drauf, hat das Catering gemacht. Heuer haben wir alles selber managen müssen, haben uns da auch einen langen Dialogen mit der Gemeinde wiederfinden müssen. Wir haben die letzten Jahre immer gesagt, oh, mit dem Huberwirt die Arbeit, die Zusammenarbeit ist auch nicht so einfach. Aber wenn man dann letztlich gesehen hat, wie es heuer war, hätten wir eigentlich froh, dass wir die letzten Jahre noch gehabt haben, weil wirklich sau viel Arbeit dahinter gesteckt ist und hinter dem ganzen Catering. Aber letztlich haben wir das auch wieder gut gemeistert und ich glaube, die anderen Vereine waren auch relativ zufrieden, wie sie es selber dann auch wieder gelöst haben. Ist das der Huberwirt, wo der Maibaumer steht, oder? Richtig, genau. Und dem kehrt auch der Grund? Dem kehrt der Grund, genau, aber da war jetzt eben Pächterwechsel, haben jetzt die Enkelinnen übernommen. Mhm. Und der frühere Pächter war gleichzeitig der Caterer fürs Bürgerhaus. Mhm. Und der hat eben aufgehört und folgedessen hat das Bürgerhaus auch keinen Caterer mehr gehabt. Also, wir haben eigentlich die Schiener da für einen Maibaum gemacht? Hat das irgendwie die Gemeinde gezahlt oder habt ihr das selber machen müssen? Das waren, meines Wissens, waren das die Altburschen. Die Altburschen. Also damals die Burschen. Mittlerweile Altburschen, ja. Die da den Maibaumständer hier gemacht haben. Mhm. Weil der Huberwirt, das ist ja im Endeffekt unsere Gründungsgaststätte, da ist der Burschenverein ins Leben gerufen worden. Gibt es eigentlich noch Unterlagen, so zu Bier oder irgendwelche Gründungsurkunden oder Fotos? Da habe ich jetzt persönlich nichts, aber wir haben halt alte Bilder, alte Aufnahmen, wo man das jetzt sieht, wo wieder Fasching früher abgelaufen ist, das Ganze. Und gut, letztes Jahr ist leider unser letztes noch lebendes Gründungsmitglied verstorben. Von dem haben wir halt auch sehr viel erfahren, wie das Ganze abgelaufen ist. Ja, das ist das, wenn man in einem Verein drei Vorstände hat, aber kein Schriftführer, gell? Weil du hättest dann aufschreiben müssen, oder Julius? Ja, ich war ja früher Schriftführer, aber ich habe das Amt weitergeben. Aber du hast es weitergeben? Ja. Indem du es weitergeben hast, Fusch weg war er. Ja, der ist viel beschäftigt. Der muss immer viele Zeitungsartikel rausschreiben für unsere ganzen Festel, wenn er es nicht vergisst. Und ja, wir haben da schon ein bisschen was zusammengeschrieben, aber ich glaube, du hast es nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht habe ich noch da ein bisschen was zu den alten Zeiten. Ja, das ist schon interessant, weil in so einem Verein ja praktisch früher so in Anführungszeichen sich das gesellschaftliche Leben festgemacht hat. Ne? Das unterschätzt man immer so ein bisschen. Wann bist du, wie bist du zum Burschenverein dazugekommen? Ich bin ehrlich gesagt über die Feuerwehr zum Burschenverein gekommen. Ja. Ich bin auch mit 16 zur Feuerwehr gegangen und da waren auch ganz viele von den Burschen sind auch bei der Feuerwehr. Und dann habe ich die halt alle kennengelernt und dann haben sie gesagt, jetzt kommst du mal vorbei. Und dann ja, bin ich mal vorbeigekommen und seitdem bin ich hängen geblieben. Man hat es eigentlich das letzte Mal weich richtig brennt? Also nicht Osterfeiermäßig, sondern halt also ungeplant. Das war letztes Jahr, das war eigentlich genau gegenüber vom Ostermo. Das war die Tennishalle. Genau. Da war irgendwie sowas im Hinterkopf. Also danach waren auch noch ein paar Brände, aber so groß wie die Tennishalle war keiner mehr. Und jetzt habt ihr ein neues Feuerwehrauto, oder? Kommt bald. Ich möchte jetzt keine Vermutungen. Nein, das war vorher schon geplant. Ja. Was ist dein Lieblingsfest so im Jahresreigen, eure Feste? Ja, ich finde den Burschenball, das ist auch schon mal so ein Highlight, wo mir ganz viele junge Leute ansprechen. Aber ich der Burschenball? Burschenball heißt das, okay. Bei uns, oder Ball der bösen Buben. Okay. Macht zwar alle einen Tanzkurs, oder wie muss man sich dann das Getanze vorstellen? Ja, die Burschengarde trifft sich dann schon im Oktober. Da bist du da dabei? Ja, ich bin da dabei. Ah, ja. Trifft sich im Oktober und dann wird zweimal die Woche trainiert bis zum Burschenball. Also wir haben unseren ersten Auftritt am Burschenball, also relativ spät. Da wird dann zweimal die Woche trainiert, kurz vorm Burschenball auch jeden Tag. Aber das ist doch dann mehr Ballett, was ihr macht, so ja, Pas de deux und das ist jetzt, große und kleine Pliés und so Zeug. Das ist jetzt kein Nahalla-Programm, was wir da tanzen, aber es ist halt mehr so eine Gaudi-Garde, sage ich mal. Also es ist schon, kommt immer gut an. Aber was halt wichtig ist, und das unterschätzt man als Mo, das ist, wenn man halt wirklich so, was weiß ich, Foxtrot tanzen kann oder Walzer oder so. Ich meine, das mögen jetzt mehr oder weniger, aber ich meine, es gibt ja Frauen auch auf dieser Welt.
Das stimmt, ja, aber die Tanzskills sind bei mir, also die Tanzkünste sind bei mir so ein bisschen eingerostet, was Foxtrot und so angeht. Das habe ich mal am Abschlussball gelernt von der Schule, aber seitdem tanze ich lieber Burschengarde. Wo bist denn du auf die Schule gegangen? Ich war erst hier auf der Realschule und dann auf der Voss in Freising. Und da hat es einen Abschlussball gegeben? Auf der Realschule schon, ja. Gibt es eigentlich den Streit noch? Sagt der einen Streit was? Nein, sagt mir jetzt nichts. Ja, dann ist er schon im Ruhestand. Dann habe ich als Klassenleiter gehabt. Ja, weil ich praktisch auf dem Domgymnasium war und da bin ich in Latein kläglichst gescheitert. Genau. Und zwar wirklich kläglich gescheitert. Und dann bin ich auf Fachoberschule und dann habe ich jetzt ein Hintergrundabitur gemacht. Gell. Aber mei, einem Ingenieur ist nichts zu schwören. wie lange dauert eigentlich dann so deine Regentschaft als Vorstand? Du schaust schon ein bisschen, wie sagt man, man merkt, dass du Arbeit damit hast, dass du auch dann sowas wie Verantwortung in dir spürst. Das schon, ja. Also unsere Wahlperiode geht immer 2 Jahre. Und danach wird halt immer geschaut, machen wir weiter, holen wir uns eine neue Vorstandschaft, hört wer auf, holen wir die Jungen mitten auf. Ich meine, ihr werdet auch älter. Sprich, ich muss auch schauen, dass ich mich die nächsten Jahre um einen Nachfolger kümmere, damit das nicht an mir hängen bleibt. Aber ich werde immer, bin immer mit Vollblut dabei. Und es funktioniert halt aber auch nur, weil wir so gut zusammenarbeiten alle. Also es ist wirklich Hand in Hand funktioniert das, alle ziehen an einem Seil, an einem Strang. Wie ist denn das so als Vereinsvorstand? Ihr seid ein eingetragener Verein, oder? Nein. Das ist eigentlich schon gescheit, gell? Weil ich meine, sonst bist du, wenn dir irgendwas bei so einem Osterfeier passiert, immer gleich haftbar oder so. Ja gut, im Endeffekt stehe ich jetzt trotzdem als Privatperson dann da am Ende. Wir sind, gut, wir haben unsere Versicherungen, gerade was die Feste eben betrifft. Ihr müsst Versicherungen abschließen? Müssen, glaube ich nicht, aber es macht Sinn. Gerade für Maibaum, wenn da irgendwas ist mit Wind und Wetter, macht es Sinn, dass du da was abgeschlossen hast. Ja, das Interessante ist ja, dass ich beim 1. Mai hier bei euch Bekannte aus Frankreich dabei gehabt habe. Waren Franzosen die dabei? Jetzt weiß ich, wer das war. Ja, mit dir einkauft. Was haben sie mit dir einkauft? Bier? Bier, das waren die, ja. Haben aber auch Deutsch gekonnt, oder? Elsass. Ja, das sind so Mischfranzosen. Ja, da waren sie. Damen und Herren, jetzt ohne Schmarrn, glaube ich, habe schon mal erzählt, aber es ist wirklich beeindruckend. Die Leute, die kommen aus dem Elsass, aus einem Weinbaugebiet. Also da ist ein Weinort neben dem anderen. Aber in dem ganzen Gai gibt es kein einziges Weinfest. Das müsst ihr mir geben. Die feiern nicht. Und warum feiern sie nicht? Weil sich keiner traut, bei denen ein Fest zu organisieren. Und vor allem speziell jetzt nicht die Kommunen. Weil wenn da zum Beispiel jetzt einer auf so einem Fest sich einen Hacks verstaucht, dann ist der Bürgermeister, der es gestattet hat, mit Schuld. Weil der hat eigentlich dafür zu sorgen, dass in dem ganzen Ort keine Stolperfalle ist und dass sich keiner weh da kann. Und dann passiert dann nichts mehr und dann müssen die nach Bayern fahren. Ne? Damit es bei euch in Ehing ein gutes Maifest erleben. Ja. Dann habe ich gesagt, Freunde, ich hab gesagt, seid mal ein bisschen nett zu denen. In Ehing, vielleicht kommen die mal zu euch nach Amerschwir und stehen bei Herrn Maibaum auf. Ein Stangenholz wäre zu haben, weißt, dann können wir denen dann gleich vor Ort schneiden und zurichten und dann bei euch aufstellen. Wobei es dann wieder ein Problem gibt mit so Schienen. Weil, ich meine, ich weiß noch gut, wenn wir früher einen Maibaum aufgestellt haben, da haben wir 3 Meter tiefes Loch gekommen, was da mehr geben. Und haben den Maibaum hinten hochgekommen, bis der vorne reingerutscht ist und hat das Loch als Widerlage gedient. Aber dann hast du ihn halt nicht bloß aufdrucken müssen, sondern auch seitlich stabilisieren. Das war wirklich heftig. Aber man muss auch sagen, dass damals die Maibaum kleiner waren wie heutzutage. Die waren so groß wie Eira, ja. Ja, also, ich weiß nicht, Gott, die Hexe, die war 34 Meter. Also, das ist also, jetzt, also der Kran war da gerade noch drüber gekommen. Der Maibaum hier in Ehing, Damen und Herren, das finde ich also total raffiniert. Wir haben die immer 4 Jahre stehen lassen. Was heißt mir? Also, der ist bei uns 4 Jahre gestanden und haben sie umgelegt, weil da ein Morsch geworden ist. Nicht so in Ehing. Die Echinger legen ihn jedes Jahr um. Und warum? Weil es dann ein schönes Fest gibt. Ihr seid so raffiniert. Ihr habt die bayerische Nationalhymne begriffen. Weißt du warum? Da heißt es in der 3. Strophe, frohe Arbeit, frohes Feiern. Und Bayern ist damit das einzige Staatsgebilde. Das einzige Staatsgebilde, wo also praktisch das Feiern Verfassungscharakter genießt, weil nämlich unsere Nationalhymne eine Anlage zur bayerischen Verfassung ist. Das gibt es sonst nirgends.
Oh, wieder was gelernt. Ja, und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, weil ich meine, du kannst nicht krumm und bucklig arbeiten, aber du kannst ja zwischendurch mal ins Fest feiern, oder? Genau. Also, Damen und Herren, das war mal so ein kleiner Ausflug nach Eching, da wo die S-Bahn vor Neufahren hält, auf dem Weg zum Flughafen. Also vielleicht ist das mal so eine Anregung für Sie, einfach mal auszusteigen. Es ist jetzt nicht so, dass sich hier dann Blicke auf Schlösser oder auf Burgen öffnen, aber auf einen schönen Maibaum ist auch was wert, auf eine schöne alte Kirche. Und dann gibt es ja tolle Konzerte von einer Vielzahl von Blaskapellen. Wie viel habt ihr zur Zeit? Ich glaube drei, oder? Zwei Stück. Es ist wirklich beeindruckend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, bedanke mich bei den Herren. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott.